So, alles klar, hab's. Naja, ihr Lieben, wir schauen dann mal das Finale von unserem zweiten AG-Turnier. Wir hatten schon mal eins, das ist aber lange, lange her. Wir fangen jetzt wieder von oben an mit AG und arbeiten uns jede Woche ein Tier nach unten. So, auf der linken Seite ist Elias im Finale gegen Marian, das ist mal wieder Beast. Der hat es mal wieder ins Finale geschafft. Heute ist alles erlaubt, außer doppelte Pokémon. Ihr dürft alles machen. Schauen wir es uns an, der Gewinner bekommt 100 Freaks. Viel Glück euch beiden. So, Dialga von Beast. Ey, ging nur 21 Runden. Gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und, ja. Wir haben hier ein Mega-Kangama. Ja. Wir sehen das ganze Turnier über schon Mega-Kangamas. Cool. Mal wieder eins. Und es macht Muggelhieb. In zweifacher Ausführung. Nicht sehr effektiv. Zweimal getroffen. Und die Dialga ist tatsächlich zurückgeschreckt. Und da kommt der Wechsel. Auf Felinara. Wow. Sehr effektiv. Nur noch 26 KP. Scheiße, meiner. Und er greift wieder an. Und Felinara ist tot. Mist. Das ist schlecht. Er hätte eine schöne Fee-Attacke machen können. Dann kommt jetzt Chanera. Gegen Rayquaza Shiny. Klimaschutz wirkt. So, Rayquaza wurde vergiftet. Schwer vergiftet. Klingt gut. Oh, und Slix hat jetzt im Twitch-Chat ab sofort eine braune Farbe. Nice, GG. Oh, er macht tatsächlich mega Rayquaza. Haben wir das ganze Turnier nicht einmal gesehen. Und dann im Finale, was zur Hölle. Ich bin stark davon ausgegangen, dass jeder mit mega Rayquaza spielt. Aber tatsächlich bis zum Finale nicht einmal gesehen. Krass. Kann mich zumindest nicht erinnern. Boah, das arme Fiyaro, ey. Es ist tot! Fiyaro ist toll, aber tot. So, was kommt jetzt? Ah, Kangama, okay. Jo, Rayquaza verliert KP wegen Gift. Die rätselhaften Luftströmungen haben sich wieder gelegt. Du-du-du-dum. Hallo YouTube. Genau, so ungefähr. So, Kangama wird ausgewechselt. Und wir sehen wieder Chanera. Und jetzt kommen wieder Rayquaza rein. In Shiny. Den kriegt man auch nur in Smaragd Shiny, oder? Ich glaube, Soft Resetten geht nicht. Das geht nur aus einer alten Edition. Also in Omega oder Alpha geht das, glaube ich, nicht. So, Chanera überlebt. Nice. Hm.
Ja, und Rayquaza geht down. Turnierbaum habe ich gerade nicht mehr kopiert, ist aber challenge.com/mulai15. So. Und da sehen wir Groudon. Also, das ist schon unser 15. Turnier insgesamt. Ein paar weniger haben es nicht auf YouTube geschafft, weil damals DCs waren. Ja, wird es aber nicht mehr geben in Zukunft. So, wir haben Proto-Groudon. Und der klatscht das Chanera um. Und jetzt kommt Proto-Kyogre. Und Dankeschön für den Follow! Und der Tricks für dich, Junge! GG! Du hast es geschafft! Du bist auf YouTube! Nice! So, da wird gewechselt. Und da kommt auch noch ein Kyogre. Proto gegen Proto. Boah, das macht sogar ganz guten Damage, obwohl es nicht mal effektiv ist. Krass. Und er wird gewechselt. Auf Kangama. Mega Kangama. Und da wird wieder gewechselt. Ein Hin und Her, ey. Oh, Shiny Xerneas. Sieht übelst geil aus, oder? Jo, wir haben 14 Uhr den Stream gestartet und 14.18 Uhr war der Turnierbaum voll. Ich musste nicht mal mitmachen. Der war instant voll. Morgen wieder. Morgen, Leute, ist schon wieder ein Turnier. Morgen 14 Uhr, weil Feiertag ist, machen wir ein Uber-Turnier. Nicht erst nächsten Sonntag, sondern schon morgen. Wer mitmachen will, morgen 14 Uhr da sein. So. Xerneas geht down. Und da ist wieder Dialga. Das macht nicht viel Damage, ne? Aber Spezialangriff steigt. Flammenwurf, ach du Scheiße. Na Mahlzeit, GG, ey. Tot. Hi Chris. So, da ist wieder Kyogre am Start. Es fängt an zu regnen. Und Eisstrahl. Eisstrahl. Nice. Dürfte. Alter, heute wird einfach jedes Pokémon eingefroren. Warum? Das ist schon das dritte Mal. Dreimal haben heute Leute Eisstrahl eingesetzt. Und dreimal hat er dafür gesorgt, dass instant eingefroren ist. Woran liegt das denn, ey? Ich denke 10%. Oh, Mewtwo. Oh, 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 der macht guten Damage. Mewtwo down. Wow, wow, wow. Die sterben gerade alle. Und Kyogre gegen Kyogre und Donner. Oh, er ist schneller. Sehr effektiv. War ja noch richtig knapp am Ende, oder?
Oh, jo, das war's Finale vom AG-Turnier. Marian, also Beast, hat mal wieder gewonnen. GG. Aber das Ende, das war knapp, Leute. Krass. Gut. So, ja.